Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Factorio. Jo, ich habe mich mal dazu entschlossen, mal diese ganzen Teile hier abzugraden. Weil hier hinten kommt ja anscheinend nichts mehr an. Und ich hoffe mal, es wird deutlich besser, wenn wir deutlich mehr Ziegelsteine drin haben. Hochöfen, die besseren Heizkessel, ihr wisst schon. Und hier scheint auch nichts zu funktionieren. Moment. Stahlproduktion. So. Und so. Zack und zack. Dann brauche ich rote Ärmchen. Genau, dann läuft die Stahlproduktion wieder. Und noch mehr rote Ärmchen. Ja, es sind bislang alles nur die langsamen, aber die reichen ja vorerst. Gut. Zack. Und zack. Ja, dann kannst du hier auch weg. Und wir produzieren wieder Stahl. So, wie schaut's denn eigentlich aus? Brauche ich nur noch die Heizkessel, wie es aussieht. Ich hoffe mal, das reicht, um das hier abzugraden. So, 10 Stück. Stahlrohre muss ich basteln. Alles klar. Wenn du schon dabei bist, mach mir direkt noch ein paar Steinwände. So, sind die ersten bereits fertig? Hier. Und, bringt das Upgrade was? Auf den ersten Blick sieht man da ja gar keinen Unterschied. So, und fertig. Jetzt wird erstmal wieder Wasser aufgeheizt und da kommt nicht genug Wasser an. Ach so, das könnte auch das Problem liegen, sein. Aber eine weitere Offshore-Pumpe löst das Problem nicht, oder? Gucken wir mal. Hier war das. Eine weitere Offshore-Pumpe. Und weitere Rohre. Genau. Ansonsten muss ich das Ganze zur kürzer machen. Wo ist die Pumpe? Pumpe, hallo. Ach, hier. Baum weg. Hab ich keine Unter... Doch, hier. 28 Stück. Why not? Und ihr noch. So, kommt jetzt mehr Wasser an? Die Temperatur steigt. Wie schaut es mit deinem Wasserbedarf aus? Vielleicht erhöhen wir auch hier mal den Wasserdurchfluss? Probieren. Geht über Studieren. Strom. Wasserpumpe. Hier. Forschung ist durch. Na komm, erforschen wir mal die Nickelverarbeitung, auch wenn wir Nickel momentan nicht benötigen. So, jetzt kommt da wesentlich mehr Wasser an. Haben wir dadurch mehr Strom? Ja. Es kämpft aber noch ein bisschen. Ich glaube, ich brauche bessere Offshore-Pumpen. Oder ganz andere Pumpen. Hier. 9,9 Wasser.
Temperatur ist abgefallen, weil das Wasser erstmal aufgekocht werden muss. Oder weil es in die falsche Richtung fließt. Geh mal weg. Oder es war noch nicht aufgeheizt. Und ich brauche hier auch die besseren Teile. Dazu brauche ich wieder mehr Steine. Alles klar. Das war hier. Hochöfen. Hier. Stahl habe ich noch genug. Nun gut, dann reißen wir euch hier ab. Und ersetzen euch auch mal durch die größeren Heizkessel. 9 Stück. Na, das muss jetzt vorerst ausreichen. Ja, immerhin haben wir jetzt die Temperatur hier durchgehend auf 80. Ist ja auch schon mal was wert. Hochöfen waren hier. Da fehlt jetzt wieder an Stahl. Alles klar. Na kommt, ihr vier. Stellt euch nicht so an. So. Erstmal schön sauber befüllen. Ich glaube, die Temperatur ist dann doch ein bisschen höher. Und die Energieleistung stimmt wieder. Sehr schön. Und die Temperatur schwankt noch. Nun gut, sehen wir uns mal an, worum wir uns als nächstes kümmern. 115 Fuel Blocks habe ich im Inventar. Kohlestapel. Sehr schön. Ja, da stimmt was nicht. Genau, und da kommt auch keine Kohle mehr an. Ach, halt, ich habe ja noch genug Mining Drills. Nun gut. Vielleicht sollte ich da auch Blöcke draus machen. So, und dann müsste man irgendwann wieder hier weitermachen. Ach ja, da ist das Ding nicht angekommen. Carbon. Das Ding heißt doch Carbon, oder? Ja. Müsste gleich wieder kommen. Es sei denn, der Typ hier schnappt mir weiterhin alles weg. Schmeiß ich selber in die Maschine rein. Dann ab dafür. So, dann wollte ich mich doch mal mit dem Ding auseinandersetzen, mit dem Greenhouse, genau. Das machen wir mal direkt. Auch wenn du nicht so effizient bist, gönn dir. So, dann bräuchte ich noch ein paar Steine. Aber nur ein paar. Moment, woran fehlt es denn jetzt schon wieder? An Eisen. Bei Fabriken kannst du auch nicht bauen, weil Eisen fehlt. Alles klar. Ja gut, die Eisenproduktion haben wir ja gut gepusht. Eins. Ah, nee, keine fünf. Eins, zwei, drei. Aber das dauert jetzt noch eine Weile. Dann fehlt es mir an den Dingern hier. Man braucht von allem etwas. Und dann wird es auch langsam Zeit, dass wir die blauen Dinger hier automatisieren. Hier noch irgendjemand mein Eisen haben?
Du zum Beispiel? Du bist voll. Du bist voll. Moment, warum sagst du mir nicht, dass du voll bist? Du bist voll. Da geht ja noch einiges. Wenn du damit durch bist, machst du mir nochmal 32 Mauern. Vielleicht hätte ich das in Hochöfen investieren sollen. Muss aber nicht sein. Und dann baust du mir noch so ein Gerät. Hier. Oh, falsch. Ich wollte ja hier pushen. Naja, muss ich eigentlich gar nicht. Ist ja nur pure Verschwendung. Aber mach schon mal. So. Greenhouse, wie funktionierst du? Wähle einen Bauplan. Gut. Dann würde ich mal sagen, bauen wir hier oben mal die... Ja. Die Greenhouse-Farm hin. Bauholz. Ach, du brauchst Säpplinge. Wo bekommen wir Säpplinge her? Hier. Und die werden auch aus Holz gemacht. Das ist ja irgendwie so ein Kreislauf. Moment, baue das nochmal ab. Also gut. Du baust mir Holz. Ja. Moment, bau mir mal ein Sapling. Ich weiß, ihr braucht doch Strom. Das ist aber das kleinste Problem aktuell. Gut. Na komm, mach erstmal die Saplinge durch. Sapling. Du, ja, du nicht unbedingt, baust dann wieder Mauern. So. Du da rein und du da rein. Ah, Moment. Moment. Das bekommen wir alles hin. So, du versorgst jetzt ihn. Nee. Nee, so hat das nicht hin. Moment. Also, du brauchst die Säpplinge, die von hier kommen. Schritt 1. So. Gut. Du produzierst dann elendig viel Holz. Wow, geht das langsam. Oder habe ich mir wieder einen Elektrizitätsmangel? Nein. Nun gut. Nun gut, nun gut, nun gut. Weiter. Da brauche ich einen wirklich richtig dicken Bauapparat hier. Gut, du gehst doch mal weg. Nun gut. Alles klar. Dann kommst du hier raus.
Strom haben wir jetzt wieder. Mal gucken, ob sich das überhaupt irgendwie wirtschaftlich lohnt. Ist wahrscheinlich nicht, oder? Also gut, du kommst hier raus. Dann brauche ich wieder mehr Ärmchen. Du brauchst ja wirklich ewig. Wie viel herzustellen? 50 Baumstämme. Könnte sich vielleicht doch lohnen. Aber nur vielleicht. Dann gehst du hier rein und du hier rein. Und du grabst mir das Ganze in eine Schachtel ab. Die haben wir wie immer hier irgendwo in der Nähe. Ja, genau hier. So, brich mal das hier ab. Und das hier auch. In der Zwischenzeit besorge ich mir noch ein bisschen mehr Holz. Bin jetzt erstmal gespannt, wie das aussehen wird. Oder ich sollte hier erstmal irgendwie auf blaue umsteigen. Blaue Ärmchen. Also, oder blaue Fabriken. Greenhouse Upgrade. Nun gut. Produzier du auch mal ein paar. Dann schauen wir mal, was dabei herauskommt. Und dann kann ich das ganze Zeug hier auch mal mit Holz versorgen. Hier hin. Wobei. Untergrundbänder habe ich keine. Ist aber auch typisch. Teilerbänder habe ich auch keine mehr. Oh ja, das zieht sich alles ultra lang. Nun gut, Moment. So. Ne, komm, den Strom machst du mal da weg. Genau, der reicht doch. Mehr Holz. Ah, guck mal, da wird Holz produziert. Hau mal mehr rein. Dann werden hier wieder Säpplinge nachproduziert. Die rutschen dann durch. Also ich glaube, das dauert eine Zeit lang und dann läuft das. Moment. Da muss ich doch mal wirklich ein bisschen nachhelfen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. So. Und jetzt wird hier Holz eingelagert, welches hier natürlich weitergegeben wird. Klar ist ein bisschen umständlich mit der Box, aber hey. Da kann ich halt später irgendwie eine Anbieterkiste draus machen. Dann passt die Sache auch. Ja gut, du versorgst das da. Wofür habe ich dich gebraucht? Wofür habe ich dich gebraucht? Nicht hier. Naja, das werde ich schon wieder herausfinden. Oh ja, wir haben jetzt genug Saplings. Das Ding ist auch voll. Also ich glaube noch so 2-3 Produktionsgänge, dann läuft die Sache.
Und ich gönne mir hier wirklich noch hier eine ganze Menge Holz. Ach ja, wenn ich das ganze Holz aus Season 1 hätte, was die Roboter abgebaut haben. Das wäre schön. Und ich sollte vielleicht mal nebenbei wieder was forschen. Wasserburg. Mach. Kann ja nicht schaden. Oh, wir werden oben angegriffen. Und die haben irgendwas beschädigt. Holz. Hier. Und hier. So, ich frage mich, wann er aufhört zu produzieren. Höchstwahrscheinlich brauche ich da noch 5 oder 6 weitere Greenhouses. Mauern müsste ich halt da noch bauen. Ich nehme noch ein paar Geschütztürme mit. Genau. Ja, hier müssen wir definitiv weitermachen mit der Verteidigung. Alles einfach mal basteln. Munition habe ich zwar noch eine ganze Menge, aber gönnen wir uns direkt noch einen ganzen Schwung voll. So, meine Freunde, aber das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.